Und hier ist wieder eGaming LP. Ich bin der Max und wir spielen heute Far Cry 3 Story. Ich spiel's allein, aus dem einfachen Grund, weil der Nico hat die komplette Story schon gespielt und er hat trotzdem gemeint, man soll es einfach sich mal anschauen. Und deswegen lue ich jetzt mal alleine rein. Jetzt kommt gleich noch ein bisschen Vorspann-Cutscene, die ich einfach mal so ja, laufen lassen will, ohne viel dazu zu sagen. Und erst wenn es dann richtig losgeht, schalte ich mich dann nochmal dazu. Weil am Anfang, das dauert ein bisschen, bis man sich bewegen darf, aber das werdet ihr gleich sehen. Und ja, dann haben wir halt einfach Intro. Und die Story ist halt, denke ich, auch direkt klar. Und Story in gleich, so ungefähr jetzt. Beginn. Jungs, meint ihr seid cool? Springt aus Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Aus Kalifornien? Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil die zwei Weißbrote echt teuer aussehen. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber Hermano, hier unten? Hier unten? Ist okay, ist schon gut, ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, wenn wir das Geld machen. Mach den Geiseln keine Angst, du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da, bye bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Jetzt geht's dann so langsam mal los. Dieser komische Irrlauf ist jetzt weg. Grant befreit uns. Juhu! Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Was ist? Hey, halte die Fresse, klar? So, und so kommt mein Schlüssel und jetzt fängt es echt mal richtig an. Alter, ist gut. So was bringen sie einem in der Armee bei. Also, Grant scheint es auf jeden Fall schon mal drauf zu haben und mir ist dieser komische Jason, den man gerade eben kurz im Video gesehen hat, ne? Folge mir. Na
auf jeden Fall gehen wir jetzt mal unsere anderen Kollegen suchen, indem wir anscheinend ein bisschen durch dieses Lager hier gehen. Sieht bis jetzt eigentlich ganz idyllisch aus. Hier hängen ein paar Leute rum, chillen. Und anscheinend dürfen wir uns nicht erwischen lassen. La 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 la. Ein Schweinchen. Da ist es. Wie süß. Und das lebt sogar. So, schleichen wir mal den ersten zwei vorbei. Die Entdeckungsanzeige hier habe ich noch gar nicht gesehen. Nimm mir trinken nicht das Cape, viel zu anstrengend. Ist die Entdeckungsanzeige nicht? Na, auf jeden Fall scheint man noch nicht entdeckt zu sein. Weil wir immer noch hier so am Rumchillen sind. Wenn du mir sowas zu essen gibst, dann musst du damit rechnen. Oh Gott. Wer labert dann hier? Ich glaube, dass das nur so Sache. Wie lange sind wir dann hier? Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Feuerzeug. Ein Handy, eine Kamera. Walkie-talkie. Und Karte. Juhu. So. Okay, dort chillt auf jeden Fall schon mal noch einer. Halt an, was? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Interaktives Intro. So, jetzt chillt er darüber. Okay. Dann wo sollen wir hier hin? Dann los. Okay, ich komme. Ah, hier. Krabbel doch hin, du Lappen. So. Wer ist da? Boah, fuck! Gut. Oh, jammer nicht! Boah, man kann es doch extra in die Länge ziehen, oder? Also reiß dich zusammen. Okay. Okay, tut mir leid. Ganz ehrlich, was? Ja, weitermachen. Wo hängt's? Ihr Heul, hab und heult noch mehr. Ich glaube, da ist irgendwo noch mal der Irre. Ja, da vorne steht er. Und wenn man sich langweilt, wird man schnell wüchen. Da kam der Angriff. Die chillen am Fernseher. Gebüsch chillen, juhu! Gute Idee. Das ist ein absoluter Albtraum, Mann. Perfekter Albtraum. Hast du die Knarre hier? Das ist meine Lieblingsknarre. Wenn die Automatik vorbei ist, kannst du alles rein dahin. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du, dass du es ernst meinst. Du wirst sie nicht respektieren. Okay. Es ist interessant, dass die sich immer noch Steine umdrehen, aber. Hoffentlich schauen die uns nicht, ne? Sonst habe ich jetzt ein Problem. Eine Ratte! Okay. Anscheinend sind wir jetzt näher am Schauplatz. Ja, weil das ja auch super unauffällig ist. Das ist irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber gut, auf jeden Fall. Sieht bis jetzt ganz edel aus hier überall. Nein, bitte. Nur irgendwie ist es zu einfach, oder? Naja. Cutscene! Checkpoint! Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist?
Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Oh. Nein, bleib bei mir, Grant. Leer halten, ne? Bitte nicht sterben. Halt durch, Grant, halt durch. Sieht irgendwie nicht gut aus, als würde das überleben, oder? Nein, nein, nein. Ciao. Grant, Grant. Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Mal los. Was, bist du taub? Ich sag, auf, auf ich an, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Hat jetzt die Karte liegen gelassen? Woll die Karte? Oh mein Gott! Toll! Nur wenn ich die Karte haben wollte! Ja, da war jetzt direkt ein Checkpoint. Dann sehen wir das doch eben nochmal, juhu! Weil es war so langweilig, wenn wir es jetzt echt eher gestoppt haben. Deswegen nehmen wir uns das noch ein zweites Mal an. Och man, ich darf direkt laufen! Na gut. Oh fuck, was geht dann ab, ey? Man hört Hunde, man sieht Schüsse und ich soll hier weglaufen. Weil es wäre auch zu langweilig, einfach mich so zu killen, gell? Springen, da muss ich springen. Juhu, rutschen! Okay, das war bis jetzt das Witzigste. Und den nächsten Checkpoint erreicht. Juhu! Oh, es geht weiter. Na dann. Ja, nur auf mich zu schießen, ihr Wichser. Mach keine Sachen, dass wir von hier weg müssen. Irgendwelche... What? Das war knapp. Hör auf zu crouchen, du Depp. Jo. Ah. Ein Hubschrauber. Es ist ein Hubschrauber. Okay, dann mach, hau mal raus. Die schießen immer noch auf mich. Komm schon. Das geht schneller. Fuck. Nächsten CP erreicht. Schaffe ich das? Ich muss Riley und die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Okay, da damit könnte ich's. Leer, schnell drücken, komm schon! Kill ihn! Oh, ich sehe, wie du nascht. Komm, hol dir das Messer! Du willst das Messertrick! Oh, ich krieg hier noch gar nichts. Was ist das dann? Ein Ego-Shooter ohne Waffen oder was? Eine Brücke? Ja, weil. Ein Hubschrauber! Mhm. Ja. Weil ungefähr. Die beste Option ist ja dann einfach. Über die Brücke zu laufen, die gerade abbricht. Toll. Naja. Ach so, sind das jetzt schon die Credits? Ist es rum? War das das Spiel? Weil, ja, abgeschlossene Story. Man ist die Insel gewählt, dann ist man festgenommen, alle anderen sind gestorben und fertig. Wer uns Leute rausgefischt hat. Aber der Rest stimmt jetzt gleich in RP2. Ist eigentlich das Beste, ja. Deswegen, wir machen jetzt hier einfach gerade bis zum nächsten Mal.